Der bisherige Assistent Diego Scandella ist ein neuer Mann, zumindest vorübergehend. Lugano gegen Ambrì, das ist zurzeit Not gegen Elend, anders kann man dies nicht formulieren. Lugano hat die letzten 4 Heimspiele verloren und Ambrì ist auswärts noch ohne Sieg. Das Score eröffnete Chris Burke. Die Neuverpflichtung traf im zweiten Spiel für Lugano zum ersten Mal. Gespielt waren knapp 9 Minuten. Ambrì hielt trotz Gegentreffer gut mit und kam auch zu Chancen. Bianchi vergab vor dem Tor im Nachstochern. Das zweite Drittel begann mit einem Überzahlspiel für Lugano. Genoway kurft und kurft, spielt ab zu Vogler und der trifft. Das alles ging zu schnell für Ambrì. Julien Vogler, der Captain, musste sich 10 Spiele lang gedulden, bis er wieder traf. Dementsprechend freute er sich. Der Torschütze gönnte sich keine Pause, blieb auf dem Eis und zog beflügelt vom Erfolgserlebnis los. Julien Vogler. Und der Doppelschlag innerhalb von bloß 19 Sekunden. Ein schönes Tor, aber die Weißen inklusive Torhüter Bäumle leisteten auch nicht die große Gegenwehr. Ja, Diego Scandella musste diverse Mängel bei seinem Team feststellen. Das letzte Drittel begann wie das Mitteldrittel mit einem Überzahlspiel für Lugano und wieder schloss das Heimteam das Powerplay erfolgreich ab. Genoway, der nach langem Hin und Her nun doch im Tessin bleiben darf, ließ sich feiern, musste sich jedoch auch bei Ambrì-Torhüter Bäumle bedanken. Diesen Schuss muss der Schlussmann halten. Bei Ambrì passte nichts zusammen. Schauen Sie selbst. Am Schluss lagen Kobach, Bäumle und der Pöck im Tor. Und jetzt wurde es für Ambrì richtig brutal. Kevin Romy zum 6:0. Die Lugano-Fans feierten den zweiten Derby-Sieg der Saison und für Diego Scandella fiel die Premiere ernüchternd.